Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Ein herzliches Willkommen auf der Living Earth. Wir beschäftigen uns hier ja sehr intensiv damit, wie die Erde regeneriert und renaturiert werden kann. Und etwas, was uns aufgefallen ist, dass immer mehr Augenmerk gelegt wird auf geomantische Ereignisse, auf die Wesenheiten, die die Natur ausmachen. Und ich bin hier jetzt gerade in einem Vorgespräch für ein ganz anderes Interview mit dem Michael König-Preuß. Du bist da Seelensprachenexperte und wir sind auf das Thema Bäume fällen gekommen. Und du hast mich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, mit Bäumen Kontakt aufzunehmen, mit den Wesenheiten des Baumes. Und hast mir da so einiges erzählt darüber, wie du das auch praktisch umsetzt, von den Bäumen hörst und auch wie Menschen aus deiner Umgebung, auch von Gemeinden, das dann beginnen umzusetzen und es spürbar ist. Herzlich willkommen und danke, dass wir jetzt spontan dieses Gespräch darüber haben. Das ist jetzt zufällig ergeben, ja, das ist völlig krass, die Wege Gottes sind unergründlich, würde man sagen. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg und habe da in Hohenweiler gewohnt. Das ist die letzte Gemeinde vor der Grenze vor Deutschland. Und da sind zwei krasse Dinge passiert, einfach mit Bäumen, wo ich das gemerkt habe. Ich meine, es ist eben, kennt die Geschichte von Island, dass man in Island mit Zwergen und Kobolden und Elfen spricht, bevor sie Straße bauen, bevor sie Projekte bauen. Das ist dort ja hochoffiziell, das steht ja auf der Regierungsseite drin. Da hat es Elfen und Feen Beauftragte, die mit diesen Wesen sprechen, weil sie sagen, die sind da, ja. Und die kann man nicht wegklagen, wenn sie da sind, ja. Und so mit mir war das immer schon klar, aber es sind dann krasse Dinge passiert, die jetzt zu diesem Interview geführt haben. Und eines war einfach Lochau am Bodensee, ist jedem bekannt, der am Bodensee mal war. Und da haben sie so mega dicke Bäume gehabt am Wasser, die so Baumwolldinger so runterschmeißen. Jeder kennt die, ich weiß nicht, wie die Bäume jetzt heißen. Und da wurden ein paar gefällt, das war irgendwann im Februar. Und die lagen dann da und das war richtig traurige Energie. Da waren ein Haufen Leute, es war ein super Tag, voll warm im Februar. Da sind Leute zu den Bäumen hingeschlagen, es betrifft jeden, dass die Bäume jetzt da abgesägt liegen. Und ich bin dahin, habe mit den Bäumen auch so im Geiste kommuniziert, weil ich das halt als Heiler das irgendwie kann. Und habe dann mit denen Seelensprache gesprochen und habe sie gesegnet und habe sie um Entschuldigung gebeten, dass die Leute das halt nicht wissen. Und so haben noch heiliges Wasser hingebracht. Und zwei Stunden später sind wir weg. Und das ist jetzt 6 oder 7 Jahre her, mindestens 8 Jahre her. Dann hat sich von der Energie aber gar nicht geändert. Und ich habe dann, die haben dort auch noch Birken abgesägt, so dünne Birken mitgenommen und habe sie zu Hause im Schlafzimmer als Zierde aufgestellt. Das habe ich irgendwo gesehen, dass das cool ausschaut. Und dann hatten wir den Mega-Wirbel im Haus. Wir hatten Streit zu Hause, ganz verrückt. Und sagt meine Frau, du, das hängt mit den deppenden Bäumen zusammen, die du mitgenommen hast. Davor war das nicht. Da habe ich gemerkt, aber es stimmt. Ja. Seit die Bäume da sind, die dünnen Birken, haben wir voll den Zoff und das hört überhaupt gar nicht auf. Nur Streitereien und Argumentierereien und richtig ungemütlich. Und dachte ich, ja, das stimmt jetzt. Dann habe ich mich verbunden und den Jesus, der ist da hinten um Hilfe geholfen und gerufen und sagt, hey, was ist da los? Und red den Gedanken mit den Bäumen. Und plötzlich kommt die Antwort, höre ich innerlich die Antwort, vollkommen überraschend. Wir sind das Wesen vom Baum, aber nicht von dieser Birke, von den dicken Bäumen. Und wir wollen, dass du die Verantwortlichen aufklärst, dass sie das nicht einfach dürfen, dass sie nicht einfach uns Bäume umsägen dürfen ohne Warnung. Sag ich, ja, ich weiß, dass sie das nicht dürfen, aber sonst nicht, ja.
Wir wollen, dass du dahin gehst und wir gehen vorher nicht aus diesem Haus raus. Wir machen dir so lange Ärger, bis du dahin gehst. Ja, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Die drohen mir. Diese Wesen, keine Warnung, sind das. Er sagt, nein, das sind keine Zwerge, es ist das Baumwesen selbst. Da denke ich, nee, kann es nicht wahr sein, ja? Dann sage ich, wir gehen vorher nicht weg, bevor du dort bist. Dann gehe ich, was soll ich tun? Ich kann das Ding ja nicht fassen, ja? Es ist nicht so unsichtbar. Und wir streiten nonstop. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ein Deal, hast gewonnen, weil was soll ich sonst tun? Okay, ich finde die Verantwortlichen. Ich verspreche dir das, aber du musst bis dahin aus dem Haus rausgehen und dass wir hier Frieden haben und ich mache das. Und dann hat das Wesen gesagt, okay, gut, Deal. Schwupp, in derselben Sekunde war die Energie weg und wir hatten Frieden. Ja, das kann jetzt nicht wahr sein, bitte. Unglaublich. Und dann habe ich dann mich hingesetzt, einen Computer und eine E-Mail geschrieben an die Gemeinde Lochau, an den Bürgermeister. Hallo Herr Bürgermeister, ich brauche einen Termin, weil ich war bei den Bäumen und die Bäumewesen sind bei mir und die machen Ärger und ich muss zu ihnen kommen und das erklären, sonst geht das Wesen bei mir nicht weg. Habe ein langes E-Mail geschrieben und schickt es dann, ja. Und rufe ein paar Tage später an und dann die Sekretärin, sage ich halt, wer ich bin, sagt die, ah, der Baumflüsterer. Sage ich, ja, wenn man so haben will. Aber denkt, sie macht sich lustig über mich, oder? Sagt sie, nein, nein, sie macht sich überhaupt nicht lustig. Sie haben das gesehen und sie hat es dem Bürgermeister weitergeleitet und einem Landschaftsgärtner. Und die sind bereit für ein Interview. Ich soll kommen. Sagt, okay, gut, dann gehe ich dahin, ja. Und bin dahin ein paar Tage später und dann haben sie gesagt, der war der Bürgermeister dort und der Landschaftsgärtner. Und die haben gesagt, ja, also sie haben schon von Engeln gehört, ja. Da reden ja die Frauen davon und so, ja. Und sie haben auch schon mal von Zwergen und Kobolden gehört. Aber jetzt Baumwesen und so, also das haben die jetzt noch nie gehört. Sag ich, ja, es tut mir leid, aber es ist halt so. Da habe ich ihnen halt auch erzählt, dass in Island eben normal ist und bekannt ist und dort Menschen sind, die das sehen können, ja. Und das war ihnen dann irgendwie plausibel, okay, dann ist es kein Humbug. Und sagen sie, aber was sollen wir tun, wenn wir die Bäume fällen müssten? Das ist ja im öffentlichen Bad und wenn die umfallen, sage ich, ja, das ist okay. Aber, und jetzt kommen wir zur Lektion, die Bäume wollen eine Woche vorher gewarnt werden. Eine Woche braucht ein Baum, dass er seine Energie zurückziehen kann, in die Wurzel zurückzieht, oder dass seine Energie zu anderen Bäumen übergehen kann, ist quasi, das hat wie ein Wesen. Und das kann sich dann einen anderen Platz suchen, wo es weiterlebt. Dann ist der Baum noch Baum, aber das Lebewesen vom Baum ist dann weg. Und er fühlt sich dann anders an. Und dann sagt ihr, die brauchen eine Woche. Und er hat gesagt, wenn du nur Hecken schneidest oder so, das braucht nicht so lang, das reicht vielleicht, wenn es einen Tag vorher sagst du, ich komme zum Heckenschneiden und zum Rasenmähen, sage ich, das Späteste, wenn du da hinfährst mit diesem Pritschenwagen im Rasenmäher oben, dann ist es spät, dann sagst du, hopp, hopp, alle weg, ich komme im Rasenmäher. Sage ich, wenn dir deppert vorkommst und jemand zuschaut, dann mach's nur in Gedanken, das reicht, die hören dich. Du hörst sie auch nur in Gedanken, ja? Und sie hören dich in Gedanken. Dann sagt, okay, weil ab und zu sind da Menschen da, wenn er mit dem Baum spricht, dann rufen sie vielleicht die Rettung an, ja? Also sie auch an alle Förster, du musst nicht mit dem Baum reden, dass die nachher sagen, hey, der spinnt, der muss man jetzt einsperren, dann nehmen wir den Job weg. Kannst auch in Gedanken machen, das geht. Vollkommen, es geht gleich. Und er hat es dann gemacht. Der gesagt, okay. Ich setze das um, sagt, das ist kein Problem, weil wir wissen ja eh vorher, welcher Baum wir fällen, das wissen wir schon einen Monat vorher, die werden ja markiert. Dann sage ich das dem. Sage ich, genau, das ist alles. Und okay, cool, probiere ich aus. Bin ich da raus, der Baumflüsterer, ja. Und dachte ich, jetzt schauen wir jetzt mal, was passiert. Ja, weißt du ja nie, was ist jetzt da? Und dann war ich das nächste Mal vielleicht ein halbes Jahr später wieder dort, in Lochau, am Strandbad war das. Und waren wieder umgesägte Bäume. Da die, nein, haben die wieder Bäume umgesägt. Oder? Und bin dahin und leg die Hand auf den Wurzelstock hin und plötzlich höre ich was. Und das war das Krasse.
Da höre ich plötzlich die Stimme. Danke, alles in bester Ordnung, wir wurden gewarnt. Und mir jetzt gerissen, das kann jetzt nicht wahr sein. Und da war ganz eine friedliche Energie. Und bin zu den anderen Bäumen hin, die haben drei dort umgesägt, und bei jedem kam dieselbe Antwort: Danke, wir wurden gewarnt, alles in bester Ordnung. Und das möchte ich jetzt allen mitgeben im vollen Ernst, wenn das jetzt Menschen anschauen, die nicht von der Spiri-Ecke kommen, ja, die normal sind und so ein jetzt ein Förster sind oder so irgendwie, oder Jäger oder irgend sowas, oder sonst nur mit den Bäumen halt zu tun haben, aber das halt nicht hören. Jeder Mensch, auch wenn du nicht geübt bist und nicht trainiert auf Heiler und so, jeder hat das Gespür und merkt, wo fühle ich mich wohl und nicht. Jeder, wo eine Frau hat, merkt das. Wenn die Frau zornig ist, dann merkt jeder Mann, die ist zornig. Ja? Da muss sie gar nichts sagen, aber merkt, jetzt muss ich nichts sagen. Ja? Und jetzt spürst du was. Und jede Frau kennt es vom Mann auch. Wenn er zwider ist, denkt er, oh, jetzt frage ich ihn besser nichts. Ja? Und dasselbe ist mit den Bäumen. Wenn jemand einmal bewusst hingeht, wo Bäume einfach umgeschlägert werden, Radibuz 10, 20, 100, ja, irgendwo, dann merkst du normalerweise, wenn du dir das erlaubst zu spüren, dass die Energie ist wie im Friedhof. Dass traurig ist, überhaupt nicht fröhlich und glücklich. Juhu, ich bin im Wald. Du merkst, es ist keine Juhu-Energie. Und das ist es, dass die Wesen alle dann überrascht wurden und alle Radibuz gekillt wurden. Und das ist eine enorme Traurigkeit bei den Tieren, bei den Bäumen dort und bei der ganzen Natur. Da leben ja andere Wesen auch, die Zwerge und Kobolde und Elfen und Feen. Dann ist quasi ihr Zuhause zerstört. Der Baumwesen ist gekillt. Er hatte keine Zeit zurückzugehen in die Erde und die liegen da alle tot rum. Und das ist das, wo wir seit langem enorm viel Kriegsfelder machen, nicht nur wo früher Krieg war, sondern jetzt aktiv damit alles kurz und klein schlagen, absägen und eine Leichen rumliegen lassen. Und das tut mir weh schon ganz lang, weil ich spüre das überall, egal. Jetzt wohne ich hier in Saalfelden, in der Saalbach, nach hinten fahren, wenn sie irgendwo wieder so absägen fürs Skigebiet, dort wollte ich es auch erklären. Aber da war keiner offen. Ich wollte Termin beim Bürgermeister, vor Corona ging nicht, während Corona ging nicht, nach Corona ging nicht, hatten keinen Bock. Mir ist traurig gemacht, weil ich merke das. Ich denke, es wäre so leicht, dass wir, wie du heißt, Living Earth, dass wir lebendige Erde gestalten, wie lauter Tote rumliegen lassen. Und das ist nicht schwer, das muss auch einer der das machen soll, muss ja auch niemand erzählen, der kann sie nur für sich behalten und flüstert halt in Gedanken mit den Bäumen, ja. Und der wäre so viel Frieden erschaffen, unglaublich. Michael, ich danke dir so sehr für dieses spontane Gespräch, das so viele Baumwesenheiten retten wird, und rate auch jedem, diese Sensibilität in sich zu fördern, indem man einfach zu einem Baum rausgeht und einfach mal spürt, wie fühle ich mich, wenn ich neben so einem lebendigen Baumwesen stehe. Was macht das mit mir, und was macht das mit mir, wenn ich zum Beispiel auch einem Baum sage, innerlich, leise oder äußerlich laut, wie wundervoll ich ihn finde, wie sehr ich dafür dankbar bin, dass er hier steht, so als Verbindung zwischen Himmel und Erde, und auch das Baumwesen anerkenne, und dann einfach mal die Augen schließen und in sich hineinfühlen, wie sich das anfühlt. Und indem wir auch Kontakt aufnehmen zu den Naturwesen, passiert etwas ganz Wundervolles, dass wir nämlich beginnen, uns plötzlich zu Hause zu fühlen, wieder drauf zu kommen, dass drinnen ist in der Natur und draußen ist in den Häusern, dass wir uns wieder verbinden und auch alle unsere Organfrequenzen, unser ganzes Wesen, das ein Naturwesen ist, wieder mit zu Hause anbinden. Und das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals, und ich wünsche uns allen, dass wir mit der Natur leben und gemeinsam weiter daran arbeiten, das Paradies
dass ihr hier ist, weiter zu entdecken, zu heben, zu fliegen und wieder aufzukommen. Dankeschön. Ich danke dir, ich danke euch allen. Setzt's um, setzt's um, setzt's um. Wir haben im Vorgespräch schon davon gesprochen, dass alle Wesenheiten, alle Bäume, Pflanzen, Kräuter, Blumen von Wesen bewohnt werden, belebt werden. Und daher ist es so wichtig, dass wenn solche Pflanzen oder Bäume abgepflückt oder umgeschlagen oder umgesägt werden, dass es wichtig ist, die vorzuwarnen. Und ich habe dir auch gerade erzählt, dass ich, wenn ich gemäht habe, die Wiese oft gegangen bin und Achtung, Achtung, evakuieren. Weil mir das bewusst war und wirklich das Gefühl hatte, dass die Pflanzenwesen dankbar sind dafür, dass gewarnt wird, dass jetzt der Rasenmäher kommt. Wie siehst du das und was für Erfahrungen hast du da gemacht? Ich knüpfe kleine Rasenmäher an. Ja. Bekannte, da war auch, die Kinder konnten sehen, speziell eines davon konnte die Naturwesen sehen. Das waren die Kobolde und die Elfen und Feen, die im Garten gewohnt haben. Und da war ein Eck in der Wiese, da ist ein Dorf und den Papa darfst du nicht mähen, da musst du rundum mähen, da wohnen die. In dieser Wiesenfleck, da musst du das Gras stehen lassen und dann war das so Gras stehen lassen. Ja. Alles in Ordnung und eines Tages kommt der Vater mega genervt und zornig von der Arbeit nach Hause und muss irgendwas in Wut rauslassen und dann nimmt den Rasenmäher und rennt durch die Wiese und mäht. Und volles Programm über dieses Elfen- und Feendorf drüber, alles niedergemäht, ja. Im Vollzorn, dass er seinen Frust los hat. Der Sohn sieht und sagt, Papa, bist du wahnsinnig, du hast das Elfen- und Feendorf zerstört. Und er, ach so, meinen habe ich vergessen, ja. Ja, ja, das waren aber nicht so, ja, ja. Dann, Sonntagabend, Papa war LKW-Fahrer. Muss die Schlüssel holen, Abend um 10, LKW-Fahrer, geht's wieder los, ja. Schublade auf, Schlüssel, oi, Schlüssel weg. Oi, wo ist der Schlüssel? Schlüsselbund, da. Schaut, kein Schlüssel. Und das ist nicht der LKW-Schlüssel, sondern der LKW-Schlüssel mit 20 Lagerhausschlüssel von Wien bis Vorarlberg. Oh, weg. Alle suchen, Schlüssel suchen, kein Schlüssel da. Nirgends mehr der Schlüssel, ja. Im LKW, der LKW zu, da ist er auch nicht, Schlüssel weg. Und dann plötzlich sagt der Sohn, du Papa, ich glaube die Zwerge haben den Schlüssel mit, weil die zornig waren. Und dann hat aber das Drama richtig begonnen, ja. Und ich muss weg und blablabla. Und dann sind sie raus und haben den, dann geht es darum, wenn man Fehler macht mit den Zwergen und Kobolden und Elfen und Feen und Naturwesen, wie sie alle heißen mögen, ja. Dann musst du dich ganz nett um Entschuldigung bitten. Weil die sind unsichtbar und die können auf unsere Welt, auf die 3D-Welt zugreifen. Die können dir Dinge im Haus runterschmeißen, die können dir Schlüssel verstecken, die können Streit säen zwischen dir, null Problem. Aber du kannst auf sie nicht zugreifen. Somit sitzen sie am längeren Hebel. Und das muss einem bewusst sein. Und wenn du sie ärgerst, dann kommt das retour. Und die können dann mitunter ziemlich zornig werden. Da würde man sich täuschen. Und dann sind die dann raus, haben die ein paar Teller gerichtet, so kleine Dessertteller, mit Reis und mit Süßigkeiten, mit ein bisschen Alkohol oben und mit Schokolade, mit lauten Leckerlis und Bonbons und raus und haben sie hingestellt und gesagt, bitte um Entschuldigung, es tut mir leid und ich war zornig und frustriert und ich wusste es nicht und bitte verzeiht mir. Da haben drei Teller im Garten aufgestellt, ja, ganz demütig, ehrlich um Verzeihung gebeten, in der Hoffnung, dass der Schlüssel zurückkommt, ja. Und haben das gemacht, dachten, ja, der Sohn hat gesagt, ja, mal, die akzeptieren das, ja, okay. Hat sich gut angefühlt und rein, Schlüssel nicht da, Scheibenkleister. Und da musste er den Chef anrufen und sagte, Chef, ich habe die Schlüsselnummer. Und Chef, oh Scheiße, okay. Da musst du ins Auto sitzen mit deiner Frau und ich, und wir treffen uns in der Mitte von Österreich,
Weil der war im Burgenland, der Schiff war in Vorarlberg, die Mitte war Salzburg. Okay, wir fahren beide 3,5 Stunden, in der Mitte treffen uns, du kriegst den Schlüssel, du fahrst wieder zurück, dann sitzt in den LKW und dann fahrst. Ja? Und ich, oh je, und dann sind die losgefahren. Und plötzlich, eine Stunde später, sehr losgefahren mit der Frau, eine Stunde später ruft der Sohn an: Papa, Papa, Schlüssel ist wieder da. Da haben ihn die Zwerge wieder zurück in die Schublade gelegt und die haben ihn nie weggenommen, die nehmen ihn nur in ihre Dimension mit, wo sie zu Hause sind, in die unsichtbare Dimension. Und da kannst du reingreifen und bist nichts da. Weil die haben ihn mitgenommen in ihre Dimension. Und dann danach haben die das gesagt: Okay, er hat die Lektion gelernt. Gehen wir wieder zurück in die Menschendimension. Da war er wieder da. Er hat angerufen, konnte wieder umdrehen und der hat den Chef angerufen, der Chef, Schlüssel ist wieder da, kannst du wieder umdrehen, ja. Das war zum Thema Rasenmähen, Naturwesen warnen. Oh la la, kann ich dir nur sagen. Also wirklich hineinzufühlen, wirklich warnen und idealerweise herausfinden, wo, wenn sie noch im Garten sind, die Elfen und Koboldwesen herausfinden, wo sie wohnen und diesen Platz respektieren und ehren. Das ist Geschichte Rasenmähen. Dann haben wir zweite Geschichte, selber Dummheit gemacht. Ich bin ja auch nicht erleuchtet, ja. Ab und zu glaube ich zwar, aber dann kriege ich mir eine auf die Nuss. Da haben wir gewohnt, da hat man ein nettes Häuschen, dann auch in Vorarlberg und im kleinen Garten draußen und sind frisch angezogen. Und da war ein Jahr niemand gewohnt, somit quasi überall alles gewachsen. Und dann dachte ich, okay, raus, da muss ich Ordnung machen. Und wir hatten gerade dazwischen ein bisschen Wirbel, meine Frau und ich, dachte, ja, ich gehe raus in den Garten, da muss ich mich abreagieren. Ähnlich wie der im Rasenmäher. Und dann draußen angefangen, Pflanzen auszureißen, tschak, 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 und das weg und dort, damit die Blumen rauskommen, das und das. Und da hat auch niemand gewarnt. Und ich hab's aber gewusst, ja. Vollkommen ausgeblendet. Und dasselbe, mega Wirbel haben wir bekommen. Streiterei, Dinge sind im Haus runtergefallen, dort Puff und da Puff und Glas und dort und da. Wir haben gestritten und haben gemerkt, oh je, und mein Vater sagt, du, ich glaube, er hat unsere Zwerge verärgert, jetzt sind die hier drin und machen megamäßig Ärger. Man denkt, oh weh, was bin ich doch für ein Kamöl? Ich weiß es ja und habe es vollkommen ausgeblendet, vollkommen vergessen. Wie blöd kann man sein, ja? Und dasselbe Spiel, Rauch, Teller gerichtet und raus, drei Teller in dem kleinen 200 Quadratmeter Garten draußen, verteilt und alle ganz demütig um Verzeihung gebeten, bitte, bitte entschuldigt, dass ich voll Kamöl das wirklich voll vergessen und übersehen habe. Ja. Und den haben sie mir dann verziehen, also quasi gemerkt, ja, boah, jetzt komme ich nochmal mit dem blauen Auge davon. Und dann plötzlich war das Haus wieder leer, hast gemerkt, jetzt ist was weg da drin. Davor war was Unruhiges drin und dann war das weg. Dann gingen die wieder raus und haben sich dann draußen abreagiert und haben die Süßigkeiten gegessen und alles. Und dann war wieder Friede. Das war es im eigenen Haus selber gemacht. Ja. Die Geschichte könnte man auch ausdehnen, aber ich glaube, das mache ich kurz. Und dann ist im Nachbarhaus. Das war jetzt ganz spektakulär. Das hat einen riesen Wellen geschlagen im ganzen Dorf. Dort hat auch Mama gewohnt mit zwei Kindern, beide hellsichtig, ja, Sohn und Tochter. Und da ist plötzlich hat sie gesagt, ja, sie hat dort den Garten umgestalten, ja. Und dachte ich, sie weiß hier von Zwergen und Kobolden und Feen und so. Und die Kinder sehen das ja auch. Dachte ich, sie wird es denen schon sagen. Und eines Tages steht der kleine Backer im Garten. Und fängt an zu backen und sie ist gar nicht zu Hause und die Kinder auch nicht zu Hause. Und da hat das Gefühl, au oh weh, oh weh, die hat vergessen, die Wesen zu warnen, der fängt an zu backen. Au weh. Aber geht mir nichts an, ist das Nachbargrundstück, ja. Hinter einer Hecke dahinter. Und nächsten Morgen höre ich ein Schweißgerät. Und höre einen Fluchen drüber, ist der Baggerfahrer, der flucht. Verdammte Scheißdreck! Und so, und denkt, oh, jetzt wird spannend da draußen, muss ich schauen gehen. Ja. Raus, tap, 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 morgen früh um 7. Und sehe ich den drüben mit dem Schweißgerät und dem Backer am Schweißen die Hydraulikleitungen. So ein Scheiß! Und hat geflucht, ganz brutal. Ja.
Dann gesagt, was ist denn los? So ein Dreck, das gibt's denn. Gestern geht man die Scheibe kaputt, spickt man einen Stein gegen die Scheibe. So ein kleiner Backer hat da so einen Peeljob, so im kleinen Garten rumfahren, ja. Spickt man einen Stein gegen die Scheibe, Scheibe kaputt, halt ist die Hydraulikleitung gerissen, so ein Dreck. Und er flucht ganz gigantisch, ja. Und dann sage ich auch, du hast ja die Zwerge und die Kobolde, die Naturwesen vom Garten verärgert. So ein Blödsinn, lass mich in Ruhe! Und scheuche ich mich weg wie ein räudiger Hund, oder? Denke, uiuiuiui, der verträgt jetzt nichts. Ja. Dann gehe ich mal rum zur Haustür und klingel da mal, oder? Und dann macht sie mir auf, noch bei dem, die Mama noch im Morgenmantel, die Kinder auch noch mit Pyjama. Dann sage ich, du, habt ihr schon mal den Garten rausgeschaut? Schauen die raus. Mein Gott, sagen die Kinder, die Zwerge und die Kobolde, die sind mega zornig, die haben den Backer kaputt gemacht. Sagen die zack, bumm, raus. Sag ich, ja, ich glaube auch, die haben den Backer kaputt gemacht. Ich habe dem Backer vorher schon gesagt, der wollte es aber nicht hören, ja. Und dann hatte ich eine Mischung mit heiligem Wasser dabei. Wir haben eine Mischung, da sind 40 heilige Wässer dabei, von allen heiligen Orten auf der Welt. Vom Ganges und vom Jordan und von vielen heiligen Quellen von Lourdes und von Fatima und einige heilige Wässer, die mit Engel drin, wo Menschen Engel sehen können. Die hatte ich die Mischung dabei, da dachte ich, die brauchen das Wasser im Garten. Dann sagt der Sohn, du, die Naturwesen, die wollen dein Wasser haben. Sag ich, ja, ich spüre sehr, ja, du hab es mitgebracht. Ja. Das hat er alles sofort gesehen, der Sohn. Der war damals, glaube ich, 10 oder 12. Der war voll auf Zack und konnte mit denen kommunizieren. Dann sind wir raus, dann sagt du, du musst so einen Teller richten, so einen Gabenteller, um die um Verzeihung bitten. Ja? Dann hat sie gemacht, einen riesengroßen und einen kleinen und so, das rausgebracht. Und dann, ja, jetzt müssen wir alles ansprühen, müssen wir die Wiese ansprühen mit dem heiligen Wasser, ja, die Wiese ansprühen, den Backer ansprühen, die Schaufel ansprühen, ja. Ist alles okay? Und haben sie gesagt, jetzt müssen wir den Sitz vom Backerfahrer ansprühen, sagen die Naturwesen, sage ich, stopp, Timeout. Da bin ich nicht mehr dabei, da muss der Backerfahrer reden, oder? Und den Backerfahrer müssen wir auch ansprühen, sage ich, top, Timeout, das ist nicht mehr mein Job. Weil die Naturwesen haben dann mit dem Sohn kommuniziert, wo ich über das Wasser hingeben muss, ja. Und die waren dann völlig im Drang und wir wollen das als Entschädigung, wir wollen das als Entschädigung, wir wollen das. Die waren dann völlig außer Rand und Band, die Naturwesen, weil der ihr komplettes Zuhause zerstört hatte, den Baum ausgerissen und Steine weggehoben, wo sie gewohnt haben. Ja. Und dann musste dann diese Hausbesitzerin, ihre beiden Kinder gingen in der Montessori-Schule und dort werden die Eltern gefragt, sehen deine Kinder? Wow. Sind deine Kinder hellsichtig? Sind sie hellfühlig? Sind sie hellspürig? Haben die besondere Gaben? Müssen wir mit denen speziell umgehen? Wow. Und das macht man bei einer Montessori-Schule, weil die wissen, dass es das alles gibt. Und dann hat diese Mama dem Baggerfahrer erklärt, du, bitte hör zu, das sind Zwerge und Kobolde, es ist meine Schuld, ich habe sie nicht gewarnt. Und ich kenne das von der Montessori-Schule und hat dem dann einen Vortrag gehalten, dass der dann ein bisschen runtergekommen ist vor seinem Zorn. Und ja, denn irgendwann konnte man die Situation im Garten befrieden, mit dem heiligen Wasser, mit den Gabentellern, mit dem Reden mit den Zwergen und Kobolden und was die wollten. Die wollten dann als Ersatz ein Häuschen haben, wo sie wohnen können. Man denkt, das kann es nicht wahr sein. Die Kinder sagen, Moll, wir müssen ins Internet, wir wollen aus. Und die haben im Internet ein Häuschen ausgesucht, ein Holzhäuschen. So ein Holzhäuschen, so, ja, wie ein Hotel. So eins wollen sie haben im Garten, da wollen sie wohnen. Einfach, na, das glaubt ja kein Mensch bitte, was hier abgeht, ja. Und das waren so die Geschichte und dieser Baggerfahrer hatten das akzeptieren müssen und irgendwann ist dann rausgerückt mit der Sprache und jetzt wird es ja interessant dann für alle. Der sagt, ja, er ist auch sonst, er hat einen Bauernhof dort, ist eigentlich Bauer und ist somit auch viel im Wald unterwegs, nur im Wald auch Bäume fällen. Und er sagt, er hat sehr oft das Problem, dass irgendwas in den Backer reinspickt, in die Scheibe kaputt, dann reißt eine Kette, dann ist das kaputt und das ist kaputt. Wo er sich schon gewundert hat, wie jetzt das vor sich ging, dass das jetzt wieder kaputt ging.
aber konnte sie nie einen Reim drauf machen, wie jetzt das funktioniert. Und sagt er, ja, kann das im Wald auch so sein? Sag ich, ja klar, im Wald ist auch so. Die Bäume wollen ja nicht getötet werden und die Kobolde wollen auch nicht getötet werden. Somit greifen die zu einem Mittel, quasi Angriff ist die beste Verteidigung, und machen deinen Traktor kaputt, machen deinen Bagger kaputt, reißen die Seilwinde ab, reißen die Kette ab, machen die Scheibe kaputt. Sag ich, die haben kein Problem, die können das. Und man kennt das von Island, das habe ich ihm erklärt. Da gibt es berühmte Beispiele, wo die Straße irgendwo geht, und haben gesagt, du, du darfst nicht bauen, da ist ein Elfendorf. Das ist mir das scheißegal, eine blöde Tradition, kann mir gestohlen bleiben und so. War es in Island auch. Bis sie zu dem Punkt kamen und da kamen sie keinen Zentimeter mehr vorwärts, weil alle Maschinen kaputt gingen. Bagger, LKW, die kamen keinen Meter mehr vorwärts. Weil dort diese Wesen sich aufgestellt haben und gesagt, wir reißen alles kaputt, wenn es noch einen Zentimeter weiterkommt. Und da gibt es die berühmte Straße, die geht gerade, dann macht sie eine Kurve und dann geht sie gerade weiter. Das ist diese Straße. Und der Bauer hat es da live erlebt, ja. Und das Schöne dran war dann, er konnte es nehmen. Am Anfang war es echt schwer für den, ja. Und er konnte es dann nehmen und er hat gesagt, okay, wie muss ich umgehen? Und er hat gesagt, eine Woche vor die Bäume warnen, und wenn du in den Garten reinkommst, du besichtigst den ja, dann sagst du auch du, ich komme nächste Woche mit dem Bagger, verzieht euch alle, ich grab da und da und da, das grab ich alles weg, geht irgendwo an den Rand hin, wo euch nichts passiert. Dann sagt er, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich ihn später mal beim Dorffest getroffen, und dann hat er gezeigt, schau, ich habe die Urkunde bekommen, Koboldschreck vom Gemeindearbeiter. Eine A4-Urkunde ist ein Kobold oben mit dem Hut und so. Ist okay. Also hat er vom Gemeindearbeiter die Urkunde bekommen, Koboldschreck. Und dann haben sie gesagt, komm her, trink ein Bier. Eine kocht in den Tisch und dann haben sie gesagt, jetzt muss uns die Geschichte nochmal erklären. Wie geht es das und wie ist das in Island? Und da wollten sie es nochmal gehören, weil es hat eine richtig die Runde gemacht im Dorf. Hey, da ist was. Und die haben dann angefangen, anders zu handeln. Und wirklich kam ein Bewusstsein rein, eine Bewusstheit rein, dass da etwas lebt, auch wenn sie es nicht sehen. Und dass sie dem einfach den Respekt geben, sagen, du, ich komme in einer Woche und ich muss da fällen, weil wir machen einen Weg oder weil wir bauen oder keine Ahnung warum. Kann den Grund nur sagen und bitte geht weg. Und dann ist kein Problem, die gehen, die finden einen anderen Platz, aber sie müssten es wissen. Und das ist dann mein Appell an alle, bitte, bitte, auch wenn du dir doof vorkommst, ja, dann machst leise oder machst kindisch oder nur in Gedanken, aber mach's bitte. Michael, Wie ich danke heißt von dir. Living Earth, es soll So. leben, nicht sterben. Ja, und es kommen immer mehr Menschen darauf. Ich habe eben jetzt auch in dem Monat der Permakultur auf der Living Earth bemerkt, dass dieses Wissen darum, dass es andere Wesenheiten gibt, dass wir auch mit Energieströmen zu tun haben, auch auf geomantischer Ebene geht es ja ganz viel darum, dass auch auf Schlachtfeldern eben Seelen noch erdgebunden sind oder Wesenheiten noch erdgebunden sind und die befreit werden und da es plötzlich zu ganz großartigen Veränderungen in der Qualität der Erde und auch in der Qualität der Ernte kommt, dass viele Waldbesitzer dieses Wissen wiederentdecken, viele Förster dieses Wissen wiederentdecken. Wir sind in einer großartigen Zeit, wo wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir in einem beseelten Universum leben und dass auch das Göttliche nicht im Außen zu finden ist, sondern in uns zu finden ist. Und es wird immer aufregender, immer wundervoller, in einem großen, belebten Universum zu leben, wo wir auch drauf kommen, dass auch der Boden keine tote Materie ist, sondern ein lebendiges Wesen. Und wenn da jetzt auch noch das Wissen von den Naturwesen dazukommt, ich glaube, dann brauchen wir kein Fernsehen mehr, dann brauchen wir keine Videospiele mehr, dann brauchen wir keine Ablenkung mehr, sondern dann entdecken wir, dass wir in einem großartigen Universum, einem lebendigen Universum leben und diese Lebendigkeit immer mehr ehren, schätzen und fördern. Und das ist so großartig und deswegen danke ich dir
so sehr für das Gespräch. Ich danke allen, die hier zugehört haben, dafür, dass sie das hinaustragen. Teilt dieses Video gerne auch mit Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Gärtnern, dass sie im Wald zu tun haben, an die Bauern ganz besonders, denen ich danke dafür, dass auch bei euch dieses Wissen immer mehr Platz nehmen darf. Und wir kreieren ein Paradies auf Erden. Wir erinnern uns daran, dass wir im Paradies leben, und das ist wundervoll. Dankeschön. Danke dir. Das ist sehr lustig jetzt. Ich habe anscheinend zu früh gestoppt, weil der Michael gesagt hat, zum Thema Schlachtfelder könnte ich dir auch noch was erzählen. Michael, bitte. Ja, das ist krass. Das ist, ich habe all das Wissen und denke, wie bringe ich es raus? Wie kriegen das Menschen? Und jetzt haben wir einen Termin gemacht für ganz was anderes und jetzt geht es plötzlich um das. Das ist ja nur ist ja unfassbar, bitte. Ja. Ist ja nur eine cool. Ich bete jeden Tag zu Jesus, der seht ihr da hinten, der kommt von meinem Opa, er war Heiler wie ich und habe viel von ihm gelernt. Und bete jeden Tag, bitte, bitte, hilf mir, unterstütze mir, weil ich hab's das. Wie kommt das raus? Und jetzt kommst du daher und jetzt machen wir ganz was anderes, wie wir geplant haben. Aber der liebe Gott, alle, Gott sei Dank, alle Gebete, das ist ja auch ein eigenes Thema. Zu dem kann ich wieder was sagen. Aber jetzt zum Thema Schlachtfelder und Schlachtfelder, Tote von früheren Kriegen. Und Naturwesen habe ich ein ganz spannendes Erlebnis. Ich nenne es beim Namen, ja, um ein bisschen mehr Wirbel hier zu machen in der Community. Pfändertunnel Bregenz. Den meisten deutschen Urlaubern im Begriff, wenn sie in den Adelberg oder ins Montafon fahren, Skifahren, war früher eine Pfänderröhre. Ja? Kamen von Deutschland, von Lindau her, standen ewig im Stau, da ging es am Pfänder durch, dann ging sie die Autobahn rauf und retour, standen sie wieder Rheintal-Autobahn-Stau. Den meisten Menschen begriff, selbst in Wien hat man es gekannt vom Verkehrsfunk. Und dann haben sie die zweite Röhre gebohrt. Ja? Und als die auf war, das ist auch schon viele Jahre her, mehr über 10 Jahre, mindestens 10 Jahre her, die zweite eröffnet wurde, hat man die alte Röhre dann gesperrt zum Reinigen und die neue aufgemacht. Wunderhübsch, nett, schön, leuchtend, strahlend, sauber. Jeden Tag Unfälle. Tödliche Unfälle, Auffahrunfälle, gegen Tunnelwand gefahren. Jeden Tag Unfälle und zwar noch und nöcher, dass man durchschnittlich mit 30 km/h durch einen Tunnel fahren konnte, wenn er dann nicht gesperrt war. Und wir haben in der Nähe gewohnt und gesagt, hey, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht normal, weil davor war es auch eine Tunnelröhre und da ist nichts passiert, also halt so gut wie nichts. Und da ist jeden Tag bum, 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 du hörst im Radio fast nichts anderes. Ich sag, da gehen wir hin zum Schauen. Und da habe ich wieder jemanden Hellsichtigen mitgenommen und weil ich ihn nur spüre, aber andere auch sehen können und habe wieder das heilige Wasser mitgenommen. Ich glaube, ich schicke dir so ein Fläschchen, du wärst ein interessanter Vertriebskanal. Heiliges Wasser, da habe ich nie dran gedacht bis jetzt. Ja. Und da haben wir so einen großen Sprüher zum Pflanzensprühen, so ein großer, im Auto zum Raussprühen zum Fenster. Und wir fahren da zum Tunnelportal hin von Lindau her, von dieser Seite. Und ich spüre, es ist irgendeine komische Energie, fühlt sich gar nicht gut an. Und der Hellsichtige neben mir sagt, oh mein Gott, das sind lauter zornige Naturwesen, die vor dem Tunnel stehen und machen. Die ausschauen wie wilde Monster und die ganzen Autofahrer erschrecken, die da reinfahren und jeder Tausendste erschrickt und fährt gegen die Wand oder irgendwo hin, in den Gegenverkehr. Wow, krass, ja. Die sind zornig, weil man das Loch reingebohrt hat und natürlich kein Mensch da was gesagt hat. Wie halt immer, ja. Bisher, aber es darf sich noch wandeln. Dann fahren wir rein und er sprüht dann zum Fenster raus, sagt, du musst sprühen, ja, und sprühen und schauen, was passiert, und sag's mir. Und ich habe die Wesen um Verzeihung gebeten. Sag ich, es tut mir leid, ihr Naturwesen, die Menschen sind halt noch nicht weiter, die wissen es nicht, die haben hier ein Loch gebohrt, weil sie gedacht haben, das ist eine super Idee, haben einen nicht gewarnt, bitte verzeiht denen und macht wieder Friede und erschreckt sie nicht und habe denen so quasi ins Gewissen geredet, ja, und spreche dann auch Seelensprache.
Seelensprache ist unser aller Gabe, mit der wir als Kind zur Welt kommen. Einige Eltern, die Zwillinge haben, merken, die Kinder reden miteinander in einer ganz komischen Sprache und die verstehen sich, aber die Eltern verstehen halt nichts. Und das ist diese Seelensprache. In der Bibel kennt man es als Zungenreden. Das ist das Pfingstereignis, warum jeder zu Pfingsten in die Kirche geht mit einem Palmzweigchen. Da ging es um den Empfang vom Heiligen Geist und um das Zungenreden der Jünger. Und das kann ich. Und ich bin halt in den Tunnel reingefahren, ging nur mit 30 km/h, da war kein Stress, ja. Das Fenster auf, rein zum Sprühen und nicht zum Reden. Und habe ja geredet mit denen. Tenemune, nicht geht da, jede wurde la, nicht geht da. Nun der Bande, der da, die Kiskide, tun der Leh, wann der Naga, die Kiskide, no man, der ist nie do, da, man, die, der, wa, wo, ja, wa. Und dann ging es so dahin, ja. Und das ist eine Sprache von Seele zu Seele. Ich verstehe da nicht, was ich rede, aber die Seele versteht es. Und damit kann ich dann Dinge auf einer tieferen Ebene nochmal erklären, wie nur vom Verstand. Und ich habe so geredet und dann kam er weiter rein und plötzlich sagt er, mein Gott, da sind lauter Tote drin. Neben den zornigen Naturwesen, jetzt kommen wir zu den Schlachtfeldern, da sind lauter Tote, sagt, da sind ein paar Tote, das sind so tote Autofahrer, die sehe ich da, die schauen aus wie wir. Und sagt, da sind aber andere Tote, die haben ganz alte Kleidung an, wie, als ob sie im Krieg sind. Die sind von einem Krieg, die sind ganz alte Menschen mit ganz alter Kleidung. Ich dachte, aha. Dann habe ich mit denen noch geredet, in Seelensprache und auf Deutsch, dass die halt erlöst, gesagt, man, bitte geht halt hier, sucht auch bitte einen nahen Platz, die haben halt das Loch gebohrt, ja. Jetzt kann man das nicht mehr rückgängig machen, bitte. Um Verzeihung und wir werden versuchen, den Menschen zu erklären, dass sie in Zukunft das wenigstens besser machen, aber sucht da einen neuen Platz und die halt um Verzeihung gebeten und redet wieder mit dem, wie im Garten. Und der andere sprüht das heilige Wasser raus, so ein Tunnel durch und Seelensprache. Da kommt es immer so raus bei mir, das rattert da ganz automatisch. Das ist meine Zaubergabe, ja, ist krass. Und sind wir raus, fahren im Kreisverkehr rundum, kommen mit der Autobahn rauf und fahren rein. Dann sagt er, wow, jetzt steht ein Engel da. Weil dieses Wasser hat Engel drin und einige Menschen können die Engel sehen. Und wow, sagt, jetzt ist ein Engel da. Und fahren in den Tunnel rein, sagt er, wow, da sind ganz viele Engel hier drin. Sagt er, die kommen vom Wasser. Wow, sagt er, ah, da ist noch ein Toter, aber der geht jetzt auch. Und die Zwerge und die Kobolde, die gehen jetzt. Es ist eigentlich fast vollständig leer. Aber jetzt sind ein ganzer Haufen Engel hier drin. Dann fahren wir durch und dann haben wir richtig gemerkt, boah, das ist vollkommen friedlich und entspannt. Und davor war das ganz extrem drückend. Und ich kannte einen LKW-Fahrer, der ist da auch durchgefahren und hat gesagt, boah, er fährt überall durch ganz Österreich und Deutschland und Italien und bis rauf nach Schweden, sagt er, er fährt viele tausend Kilometer und viele Tunnel, sagt er, aber es ist kein Tunnel jemals, wo er war, wo so komisch und spooky und drückend und bedrohlich war, wie dieser nigelnagelneue, hell beleuchtete Pfändertunnel. Man ist drin und schaut rum, hat das Gefühl, man wird beobachtet und will nur durch. Das hat er zuvor gesagt, ja. Und der ist jetzt nicht spirituell, ja. Aber hat das gemerkt. Und danach war das alles weg. Und das ist so ein Ding. Und ich habe viele solcher Fälle erlebt, als Wünschenroutengeher, wo dem Tote waren. Und die kann man erlösen, ganz einfach mit Reden. Muss man nicht mal Seelensprache können. Seelensprache ist natürlich cool, aber ist keine Voraussetzung. Es geht auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Französisch auch, ist Wurst, ja. Und da kannst du die erlösen. Und es sind so viele da. Wir waren auch in den Orten, wo Naturwesen von früher waren. Da waren ja früher auch Drachen hier und Einhörner. Die gab es ja, kenne ich auch ganz viele, die konnten das sehen. Und an vielen Orten, so viel so Täler, wo Drachen gelebt haben, dass die getötet wurden und deren Trauer noch da ist, auch das kann erlöst werden. Und es ist nicht schwer, man muss nur machen.
Ich habe da auch Kurse gemacht, wo die Leuten das am Wochenende erkläre, wie das geht, dass sie ein bisschen Sicherheit bekommen. Und da kann so viel altes Leid und Schmerz und Tod erlöst werden, der seit Jahrhunderten da ist. Und wir haben dann herausgefunden, beim Fendertunnel waren früher die Schwedenkriege. Da kamen die Schweden und wollten da rein, und dort war die Engstelle Richtung Bregenz. Sie wollten Bregenz erobern, und dort war der Krieg, wo man sie abgehalten hat, dass sie nicht nach Bregenz reinkommen. Und dort war das Schlachtfeld. Und jetzt ist Friede. So. Da könnte ich noch ausholen, da könnte ich Geschichte erzählen. 3 Stunden von der ganzen Welt, wo auf der Welt überall unterwegs waren. Vielleicht machst du noch 20 Interviews mit mir. Die Geschichte kann ich ausdehnen, da kann ich ewig reden, das hört gar nicht mehr auf. Ja. Aber das Prinzip ist, es gibt die Zwerge, Kobolde, Elfen, Feen, die Naturwesen, die man kennt von verschiedenen Kinderfilmen, und eben die Toten, echt getötete Menschen. Und ich habe eine Geschichte, die gehen ja weiter Richtung Außerirdische. Ja, vielleicht, das kannst du separat noch aufnehmen, wenn du magst, damit wir es hier nicht komplett sprengen. Es ist alles da, und all die Wesen, je nachdem, was war, sind noch da und machen halt extrem Ärger. Und ja, ich war auch, eins hänge ich noch dran, ich war auch Skilehrer. Am Arlberg 22 Jahre, da sind ja viele Gäste, die viel Geld haben, ja, sonst wären sie nicht dort. Und hatte auch drei aus der Immobilienbranche, und die arbeiten alle energetisch. Einer kauft alte Spitäler und baut sie um zu Wohnanlagen, und der hatte Todesfälle bei Bauarbeiten, unerklärliche Todesfälle, konnte dann das Zeug nicht verkaufen und hat gemerkt, da stimmt was nicht. Und der hatten dort jemanden angestellt, so ein Energietyp wie ich, der geschaut hat, was ist, und der es erlöst hat. Und der Immobilienmensch gesagt, ich will gar keine, er hat am Anfang so Geschichten erzählt, sagt, boah, mir wird ganz anders, mir wird schlecht und ich habe Angst mit Tote und Toten im Spital und toten Kindern und Seelen und Wesen. Und boah, ich kann gar nicht mehr schlafen, ich will gar nichts davon wissen, reparier es mir nur. Und der hat einfach Summe Geld bekommen und sagt, bitte mach. Und er hat gesagt, danach nie mehr ein Unfall, keine Komplikationen, die Wohnungen konnten alles verkauft werden, alles war fein. Jemand in Wien hatte ich auch, ein Bauträger, der es auch gemacht hat, die wissen das teilweise, aber wenige davon, die meisten wissen nichts. Und dann werden halt extrem Probleme erzeugt oder integriert in die ganzen Wohnprojekte, und dann baust du eine Wohnanlage irgendwo hin, und davor war der Galgenplatz. Ja? In Bregenz gab es so ein Beispiel. Und Menschen merken es, aber die können es halt nicht zuordnen. Die sind traurig oder haben Suizidgedanken oder sind aggressiv oder es gehen Dinge kaputt oder was auch immer, weil auf sowas nicht geschaut wurde. Aber jetzt fangen wir an, unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das heißt, wenn du, die du jetzt mit uns bist und zusiehst, dich da angesprochen fühlst, es gibt Geomanten. Michael, du bist sicher erreichbar und auch kontaktierbar für Bereinigungen, oder vielleicht organisieren wir sogar mal irgendeinen Workshop zusammen, weil wir diese Gabe alle mehr oder weniger ausgebildet in uns tragen. Und wie du ja vorhin auch gesagt hast, es gibt Menschen, die eher Tendenz haben, dass sie hellfühlig sind, hellsichtig. Es gibt Menschen, die innere Bilder bekommen, manche Menschen können Dinge riechen. Also es gilt da herauszufinden, auf welcher Ebene man am besten Kontakt aufnehmen kann, wenn man sich da gerufen fühlt. Und es öffnen sich uns neue Universen. Wir haben ja auch auf der Living Earth einen ganzen Monat uns beschäftigt mit Geburt und Tod. Also auch diese Idee, was der Tod ist, dass es eigentlich ein Übergang ist in eine vielleicht viel lebendigere Dimension, und man da auch die Angst verlieren kann vor dem Tod oder vor Toten, und da Kontakt aufnehmen kann und wissen kann, es geht weiter, es ist eine neue Geburt in eine eben viel lebendigere Dimension. All das eröffnet sich uns jetzt, und lasst uns da gemeinsam dieses Video teilen
und einander treffen und einander bestärken und drauf kommen, wir leben in einem mystisch-magischen Universum und wie ich gerne eben auch sage, schmeißen wir unsere Videospiele weg, unsere Fernseher und fangen wir an zu entdecken, in was für einem wundervollen Universum wir leben und die alten Spielangebote nicht mehr annehmen und die neuen Spielangebote heißen eben auch, wir können kommunizieren mit solchen Wesen und sind nie wieder alleine, weil wir ein Teil der Natur sind. Michelita, ich danke dir herzlich Ich und ich danke dir. Ich könnte noch, ich könnte es noch, ich könnte es extrem ausdehnen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich könnte es ja länger machen. vielleicht machen wir einen Community Call, dass wir Menschen einladen, dass sie dir dann auch Fragen stellen können. Das können wir machen. Weil ich habe da kürzlich war ein Erlebnis. Ich weiß nicht, nimmst du noch auf oder nicht mehr? Ich nehme noch auf. Kürzlich war ein Erlebnis. Ich hatte einen Termin in Liechtenstein, einen Business-Termin. Und zuvor war eine Kundin, die mir bei so einem Online-Summit kennengelernt hat und die wollte Hilfe. Und dann gesagt, die war in Lindau zu Hause. Sag ich, du, ich fahre nach Vorarlberg in 2 Tagen. Wenn du eine Behandlung willst, dann könnte ich von Liechtenstein am nächsten Tag nach Lindau kommen und dann können wir es live machen. Dann müssen wir nicht online, weil seit Covid mache ich eigentlich fast alles online und das geht beinahe gleich. Und dann sitzt sie, ja, okay, gut, ist ein Deal. Dann fahre ich zu der hin und mache die Behandlung an der, 3 Stunden bei ihr dran, um die energetisch zu reinigen, für alle möglichen, unmöglichen Zeugs und Karma und um Verbindungen und Magie und Eltern und bla, bla, das ganze Zeugs halt. Und danach sagt sie, mal, ich habe hier noch einen ganzen schönen Weiher, ganz in der Nähe, sagt sie, ich kann mit Naturwesen kommunizieren. Oh. Magst du mitgehen? Sag ich, Mensch, das wäre noch nett, da würde ich gerne mitgehen, bevor ich weiter nach Hause fahre. Das wäre super, er ja, fühlt sich toll an. Ja. Dann sind wir dahin und da habe ich wieder das heilige Wasser mitgenommen. Ja. Und habe ich auch kleine Fläschchen rum, so habe ich halt solche Fläschchen dann da zum, da mit dem Tropfer, dann so kann man aufmachen und ins Wasser so reintropfen. Ja. Oder noch kleinere zum Reinspritzen. Da habe ich was mitgenommen und gehen wir dahin. Und sie sieht die Naturwesen, die Zwerge, die Kobolde, die Elfen, die Feen, die Wasserwesen. Sie sieht die seit Jahren und Jahren und kommuniziert mit denen. Die ist auch sehr sensibel, ist auch Musikerin, ja, spielt Harfe, also passt dann das Bild zusammen wieder, ja. Und dann gehen wir dort rundum und dann sagt sie ja, da sind da die Wiese rauf, die moosige Wiese im Wald, da sind die Elfen zu Hause. Ja, ich spür's. Das ist voller lustige, verspielte Energie da. Das ist mega süß und putzig. Voll gerade, das moosig, ja, das sagt sie, so lieblich, ja. Und das passt am ehesten zu Elfen, ja. Und dann spritze ich da von dem Wasser 2, 3 so Spritzer rein. Das gibt es nicht. Mein Gott, sagt sie. Die freuen sich voll, die hüpfen rum, die haben voll die Mega-Begeisterung, voll Excitement, die hüpfen rum. Das Wasser, die wollen noch einen Spritzer, sag ich, ja, das Gefühl, die wollen noch mehr, ja. Spritzen nochmal hin. Sagt sie immer, krass, die schnappen jetzt das Wasser und die tragen es darauf, auf den Hügel rauf und bringen es dort auch hin. Und die bringt es dorthin und die bringt es dahin. Die tragen die Wassertropfen, sind die kleinen, quasi wie Wassermoleküle, kleine. Die tragen sie und bringen sie in unterschiedliche Orte hin. Sag ich, nee, krass. Weil ich merke dann, wenn ich das irgendwo verteile, merke ich, ah, jetzt verteilt sich die Energie im Wald oder im Tal, ja? Das spüre ich. Aber da liegt keine Ahnung, wie es geht. Das verteilt sich halt, ja, die Energie. Und die gesagt, na, die tragen das Wasser mit der Energie dahin und die bringen es dorthin und dahin. Und das hat mir in Australien einmal einer erklärt, wo wir das gemacht haben. Der war mit einem berühmten Typ zusammen, der hat einige Bücher geschrieben über den Krieg und über Naturwesen und über Heilung. Und der konnte das sehen, wenn wir diesen Fluss reingeben, es geht 3, 4, 5 Sekunden, ist es 4, 5 Kilometer um den Fluss weiter unten, weil die Naturwesen, die Naturdevas, die Wasserdevas geben das weiter. Wow, krass. Und die konnte es im Wald so sehen, das war zuerst vor, ja, vor, vom, keine Ahnung, im November oder so, wo das war. Und dann habe ich es ins Wasser reingegeben. Sagt sie, mein Gott, jetzt kommen die Wasserwesen, da hat es auch so kleine Wesen drin, so quasi wie die Ariel Meerjungfrau, da hat es so Wasserwesen drin, die so ähnlich irgendwie ausschauen. Und die verteilen das auch.
Und dann hast du gemerkt, wuff, jetzt gibt es komplett andere Energie bei dem Weiher und rundum. Völlig Liebe. Und mein Gott, die sind so dankbar, was da jetzt passiert. Und das sind so Dinge, die möglich sind, wenn wir uns einfach dieser neuen Realität öffnen. Also die ist ja nicht neu, die war immer da. Wir haben sie halt nur bis jetzt nicht wahrgenommen, ja. Keine Zeit gegeben, da uns damit zu beschäftigen. Aber da, es lebt alles und danach ist dieser Weiher einfach strahlend und leicht. Und wenn du hinkommst, merkst du, boah, ist vollkommen leicht und licht und fröhlich, ja. Und dann ist mit auch die Menschen, die da hinkommen, natürlich, die können auch viel leichter loslassen, wie wenn eine Schwere da ist, ja. Da können sie auch ihre Schwere loslassen, da sind die Engel da und es ist leicht und das, die werden sich auch viel besser, die Menschen, gereinigt. Es dient so mit einer, hast du wieder mit deinem Namen, es dient der Living Earth, dass alles lebendig ist und die Menschen auch mehr zum Leben kommen. Das ist ja das Wundervolle, dass ich auch immer wieder entdecke, dass alles, was uns heilt, auch bedeutet, dass wir damit die Natur heilen. Wenn wir zum Beispiel nur mehr Nahrungsmittel, Lebensmittel von gesunden Feldern, wo Bauern sich wirklich um das Bodenleben dessen bewusst sind und nachhaltig anbauen, ohne Toxine, heilen wir quasi, helfen wir mit, dass dort auch Humus wieder aufgebaut wird in Vielfalt und Symbiosen und eben ohne Umgraben, wo die Myzele, die es sicher auch Informationskanäle sind für solche energetischen Informationen, dass die Pilze, das Pilzmyzel das auch weitergibt, dass wir gemeinsam heilen. Und mir fällt gerade ein, dass ich eine Waldheilung einmal gemacht habe für einen 3000 Hektar großen Wald mit Agnihotra. Und das war sehr, sehr berührend, auch weil wir auch gemerkt haben, dass diese Information, die wir speziell bei speziellen Bäumen, die wir auch kinesiologisch ausgetestet haben, gesetzt haben, sich durch diese Mutterbäume weiter in, wie so ein Netzwerk war, das fühlbar durch den Wald ausgebreitet haben. Und wir haben damals kinesiologisch eben die Bäume gefragt, wer kriegt das Morgen Agnihotra, wer kriegt das Abend Agnihotra und wer kriegt ein Ritual dazwischen. Und das ist sich ganz fair ausgegangen, ohne dass wir das bewusst, also ich hoffe, wir haben das nicht manipuliert. Das ist bei der kinesiologie logischen Nachfrage natürlich immer die Gefahr, dass man damit agiert und das beeinflusst auf energetischer Ebene. Aber das war so und wir haben auch Bäume gefunden, indem wir, und 3000 Hektar ist ein recht großes Gebiet, nachgefragt haben, wo sind zum Beispiel die großen Mutterföhrenbäume, weil da der Förster gerade nicht da war und wir uns dort nicht hinführen konnten. Und wir haben wirklich diese großen Bäume lokalisieren können durch kinesiologischen Test, wie viele Meter von der Kreuzung weg, dann nach rechts in den Wald. Wow. Und plötzlich stehen wir vor so, jetzt ist die Kamera zu klein, vor so einem großen Baum. Also es ist wundervoll, selber zu bemerken, wie alles miteinander vernetzt ist. Cool. Dass wir jetzt beginnen, damit zu arbeiten, ist wunderschön. Wir merken es mit dem Wasser auch, wenn wir das eben mit größeren Bäumen geben, die geben das in die kleineren weiter. Wir haben es auch schon gehabt mit Seen, in Ungarn, der Plattensee heißt der, glaube ich. Da waren wir auch vor, eigentlich auch schon 6, 7 Jahre her, sind wir hingekommen und wir hatten 7, 8 Kilometer vor dem See so Schmerzen an der Stirn und am Herz, als ob uns jemand reinsticht. Es tat richtig weh. Und ich hatte es, meine Frau und ihre Schwester, und dachte, was geht hier ab? Ja? Und schaut, sind da fremde Energien, will uns wer stören oder so. Und gefragt, und meine Frau kann das recht gut mit Fragen und mit Testen und Antworten kriegen. Und dann hat sie gemerkt, das Seewesen will das Wasser haben. Das kann jetzt aber nicht wahr sein, bitte. Oder? Und dann hat sie gesagt, ja, dann schnurrschnackst du dahin, weil es doch Vollgas weh, ja, das kannst du nicht vergessen. Jetzt sind wir hin und dann einen Zugang gefunden zu einem See, wo man hin parken konnte, hinlaufen und dann wieder mit dem Sprüher ins Wasser reingesprüht. Und haben mindestens diese Menge da von Wasser, also was sind das, 50 Milliliter oder so, haben wir mindestens reingesprüht in den Plattensee. Und vor einer Sekunde auf die andere, back,
war der Schmerz weg bei uns allen drei. Oh, der Schmerz ist weg. Ja, ist weg, ist weg. Und in dem Moment kam ein Dankbarkeitsgefühl vom See zu uns, dass wir alle in Tränen ausgebrochen sind. Ja, Vollgas geheult, weil so viel Dankbarkeit gekommen ist, das habe ich noch nie von irgendwem so viel Dankbarkeit gespürt. Also noch nie von einem Menschen oder von einem Tier oder so. War völlig überwältigend. Und hat jeder gemerkt, von den uns dreien da. Und dann war die Energie gut im See. Und das war so, so berührend. Dann waren wir zwei Tage bei einer Veranstaltung dort und sind dann mit der Fähre, mit so einem Schiffchen, ja, so einer Autofähre über den See drüber und an der anderen Seite retour gefahren und wollten das Wasser wieder verteilen bei dort kleinen Seelein, die daneben sind und Bächlein. Und plötzlich hören wir, die kommen jetzt hier mit uns. Ah, danke, wir brauchen nichts mehr, wir haben das Wasser schon bekommen. Und jetzt sind wir draufgekommen, dass der See, die Deva, oder Devatar, ich weiß nicht, was männlich, weiblich, das Wesen vom See, diese Energie schon weitergegeben hat an die umliegenden Gewässer. Mein, krass, wie du sagst, wie hängt das alles zusammen? Wenn du etwas Schlechtes machst, bewirkt das alles. Und wenn du was Gutes machst, natürlich auch. So schön. Ich glaube, wir kriegen jetzt alle Lust, also immer so ein Wasser mit uns zu tragen und auch wenn wir es nicht spüren, auf Verdacht immer wieder mal irgendwo mit großer Dankbarkeit ein Tröpfchen zu lassen und zu wissen, dass die Naturwesen sich darum kümmern. Ich darf das da unten vernetzen, wie man zu dem Wasser kommt? Ja. Ja. Ja, ich darf das Wasser nicht verkaufen, ich darf es nur für gegen eine Spende weitergeben. Da ist nämlich ein Wasser drin, das Hanuman-Wasser, das ist in einem speziellen Ritual im Ashram entstanden, wo sich Hanuman gemeldet hat, dieser indische, dieser Affengottheit, da, wenn man es einfach sagen will, ja. Und da geht, das ist die reine Gnade und dieses Wasser darf nur verschenkt oder auf freiwillige Spende weitergegeben werden. Und alle anderen hätten diese Restriktion nicht, somit ihr könnt es haben, einfach gegen eine Spende, kann ich das schicken. Es ist ein Wasser mit Lichtmächten drin, einige Menschen sehen, also so als solche Menschen, die jetzt Engel sehen können, ja, da gibt es ja viele, die es sehen können, und da gibt es einen kleineren Anteil, die sehen die Engel vor diesem Wasser. Und die erschrecken alle, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Weil die sehen plötzlich ein 30 Meter großer weißer Engel mit Augen, die leuchten wie Sterne. Da hat jeder dieselbe Beschreibung, egal ist ein Kind oder ein Erwachsener, wo das sieht. Und alle schauen, oh mein Gott. So, wir sehen, dieser Engel steht so da wie der Jesus von Rio, der da die Hände uns segnet. Und die sind da, um eben hier Ordnung zu machen und Dinge, die eben in Unordnung sind, in den Menschen oder in der Natur, durch Licht, durch Segen, durch Kraft, durch diese Transformation zu wandeln in Living Earth. Und ja, wer fühlt, boah, sowas will ich haben, weil das ist nicht für jeden. Einige denken, nee, das ist mal komisch, ja. Das muss spüren, dann melden, ja. So schön. Ich danke dir. Krass. Du in dieser Erde. Krass. Unverhofft kommt oft, dass er mit dem hätte jetzt nicht gerechnet. Was ist jetzt passiert? Du hast gebetet. Ja, und das ist scheinbar erhört worden. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.